Mein Name ist Carsten Kluth, ich bin Chefvolkswirt von MM Warburg & Co. Wir beschäftigen uns heute mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den EZB-Staatsanleiheankäufen. Hallo und herzlich willkommen zum 40. Börsenfinanztalk von MM Warburg & Co. Wir skypen, ich bin hier im Hamburger Hotel Madison und grüße herzlich drüben in der Warburg Bank Carsten Kluth. Hallo Herr Kluth. Hallo Professor Wolter, schön Sie zu sehen. Kommen wir zum Überraschungsrüffel aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat am vergangenen Dienstag ein überraschendes und wegweisendes Urteil zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank gefällt. Was bedeutet das Karlsruher Urteil genau? Darf die EZB zukünftig keine weiteren Anleihen mehr kaufen? Ja, das Urteil bedeutet in allerletzter Konsequenz nicht, dass die Europäische Zentralbank keine Staatsanleihen mehr kaufen darf. Hier ging es beim Karlsruher Urteil um die Frage des Public Sector Purchase Program. Das heißt, die EZB kauft seit dem Jahr 2015 Staatsanleihen aus Euro-Ländern an. Und da gab es eben die Frage, ist das überhaupt durch das Mandat der EZB gedeckt? Und hier haben die Karlsruher Richter ganz klar gesagt, nein. Die EZB überschreitet ihre Kompetenzen. Die Kompetenzen beziehen sich auf die Währungspolitik. Und hier mit dem Anleihekaufprogramm geht man in Richtung der Wirtschaftspolitik. Und das Programm ist deswegen nicht durch die Lissabonner Verträge gedeckt. Das bedeutet jetzt aber eben nicht, dass die EZB keine Anleihen mehr aufkaufen wird. Es bedeutet in der letzten Konsequenz, die EZB muss die Verhältnismäßigkeit des Programms dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung darlegen. Und ich glaube auch, dass das gewährleistet werden kann. Insofern werden die Staatsanleihekäufe auch weitergehen. Zuletzt hat die EZB angekündigt, noch mehr Geld zu drucken. Ist dies notwendig und was würde passieren, wenn die EZB so nicht handeln würde? Ja, die EZB hat jetzt in der Krise ein neues Programm aufgelegt, das sogenannte PEP, das Pandemic Emergency Purchase Program. Sie will da bis zu 750 Milliarden Euro an Anleihen aufkaufen. Hintergrund ist, dass in der Krise zu sehen gewesen ist, dass private Investoren Anleihen den Rücken gekehrt haben und dementsprechend die Kurse gefallen sind, die Renditen gestiegen sind. Das hat es zum Teil für Länder wie Italien und Spanien sehr, sehr schwer gemacht, sich wieder am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Es ging nur zu deutlich höheren Kosten und das hat dann dementsprechend wieder die Frage aufgeworfen, ob wir möglicherweise eine neue Staatsschuldenkrise bekommen könnten. Dem wollte die EZB hier Einhalt gebieten. Das ist ja auch bisher, glaube ich, ganz gut gelungen. Und insofern ist das der Hintergrund, weshalb eben diese Anleihenkäufe auch in diesem Volumen notwendig sind und aufgestockt worden sind. Whatever it takes, wird es das nochmal geben? Also wir befinden uns ja, ich sag mal, global in einer Situation des whatever it takes. Nicht nur die EZB tut alles, auch die Regierung tun alles. Andere Notenbanken wie die Fed oder die Bank of England tun ebenfalls alles, um das System hier am Laufen zu halten. Insofern kann sich Mario Draghi hier tatsächlich ein Denkmal setzen lassen, weil alle ihm nacheifern. Vielen Dank, Carsten Kluth, für Ihre Einschätzung. Das war der Börsenfinanztalk von MM Warburg & Co. Die Warburg Bank freut sich, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.